Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5, die Kampagne der Sylvana. Und im letzten Teil haben wir unseren ersten grünen Smaragddrachen bekommen. Wir brauchen noch ein paar, aber ansonsten läuft hier alles ganz gut, meine ich. Wir haben schon die erste gegnerische Stadt eingenommen, jetzt kriegen wir auch ein bisschen Kohle und können hier munter weitermachen zu expandieren. Wir brauchen als erstes aber auch nochmal ein paar frische Kreaturen, die wir uns jetzt holen wollen. Das Problem ist immer noch Holz für uns. Das ist noch nach wie vor Mangelware. Wir müssen noch ein bisschen mit diesen Obelisken mal gucken. Momentan ist es ja so, glücklicherweise, dass die AI uns... Oh, ich habe vergessen zu bauen. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil wir eh so wenig Holz haben. Dürfte uns nicht zu viel verloren gehen. Ich glaube, ich hatte sogar eh mit einer Runde Pause gerechnet. Gucken wir gerade noch hier unten. Ne, hier ist nichts mehr. Dann bleib du doch mal hier oben. Ja, so. Und Findern, wie viel Bewegung hast du? Du kommst auf jeden Fall schon mal hier hin. Dann geh doch mal hier hin. Ach, da landet er dann schon direkt. Das ist natürlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Du gehst dann raus und dann gehst du mal auf das Schiff. Denn mit dem Schiff können wir jetzt hier oben gar nicht mehr so viel machen. Zu den anderen Städten kommen wir nicht durch mit dem Ding. Und das verspreche ich euch, das ist wirklich so. Sehr schön. Jetzt haben wir auch noch die Burg gebaut und können mal weiter gucken. Ja, wir können natürlich noch bei Zeiten hier drüben auf diese Insel hier. Wir müssen einfach mal ein bisschen schauen, was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's ja gar nichts. Ne, hier gibt's echt null, ne? Also wir gucken einfach nur, dass wir hier das Schiff besetzt halten, denn sonst könnte es sein, dass die AI das Ding holt. Moment mal kurz. Okay, sorry. Ich weiß nicht mehr genau, was wir jetzt da am besten machen. Ja, Einhorngarten, Feenwald. Also wenn, dann... Also Magiergilde upgraden ist natürlich geil, ne? Das geht auch auf jeden Fall noch zweimal. Komm, wir machen die Magiergilde. Wir gucken mal, was wir für Sprüche kriegen. Ah, Zähigkeit. Aber Eisblitz ist ganz gut. Das upgraden wir nächste Runde, glaube ich, auch noch. Oh, und jetzt haben wir Shalassas Schiff. Naja, das ist ja doch mal ganz praktisch. Dann können wir echt froh sein, dass die AI uns hier keine Schiffchen weggeschnappt hat. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Jetzt bräuchten wir rechtschaffene Stärke als nächstes. Hätte ich zumindest gerne. So, du bleibst da drin. Genau, und die Tante geht mal da oben das Treibholz einsammeln. Und jetzt gab es ja auch neue Kreaturen. Warte mal. Oh, und wir haben Fettkohle. Yeah. Dann, komm, einmal hier. Jawohl, geil. Rechtschaffende Stärke. Können wir jetzt auch auf alle Kreaturen casten. Cool. Ja. Du und du. Und du und du. Und für die Baumriesen langt's nicht. Aber... jetzt langt's. Gut. So, das sind jetzt unsere Kreaturen. Mit denen wir uns auch mal... Kreaturentransfer haben wir jetzt auch ein wichtiger Zauber für uns. Ja klar, verfolgen, da verlieren wir ja nichts gegen. Dafür kriegen wir halt aber mehr XP. Wenn wir sie ziehen lassen, dann kriegen wir irgendwie so 50 oder so. Und das ist nicht so geil. Ja, jetzt sollten wir so langsam mal in Erwägung ziehen, durch den Untergrund durchzulaufen. Vielleicht noch vorher die Goldmine frei boxen. Da gucken wir mal gleich, was wir da verlieren. Oder halt zumindest noch die... Obwohl, die Cerberi vielleicht zuerst. Die Cerberi vielleicht zuerst, weil wir gegen die, nämlich glaube ich, wenn wir gegen die gekämpft haben, noch ein Level kriegen. Ist jetzt... Vielleicht irre ich mich da, aber ich glaube, da bekommen wir ein Level. Haben die auch schon diese umschlingenden Wurzeln? Ja, haben sie. Das ist doch gut. Dann können die hier hin.
Smaragdrachen stellen wir hier vorne hin, weil die relativ zäh sind. Und die stellst du mir mal dahinter. Und stellst du mir die Einhörner hier ein bisschen weiter runter. Ja, und die Druiden dahin, genau. Okay, dann ist der erste schon mal Tuck. Das ist gut. Der kann tatsächlich die Baumriesen angreifen. Und ich habe ja dummerweise keine Gegenwehr. Ja, gut, dann attackieren wir die schon mal. Oh, shit, ja, da muss ich aufpassen. Hätten wir jetzt beinahe eine verlieren können, ne? Aber jetzt sind sie platt. Ciao, mach's gut. Nee, gab keinen Level. Wie viel fehlt noch? Na, komm schon, zeig mir das an. Ja, da ist es. 1200. Könnte jetzt was werden. Ja, aber wir nehmen ausnahmsweise, wir nehmen doch mal die Erfahrungspunkte. Ah, es hat geklappt. So, und jetzt haben wir ein paar gute Chancen. Also, wir können jetzt das Elfenglück nehmen. Skill, der wirklich sehr geil wäre. Oder jetzt schon das einfache Kriegsgerät. Das Problem ist für mich meiner Meinung nach jetzt eher, also wenn wir jetzt das Kriegsgerät nehmen, dann haben wir unseren Build eigentlich fertig. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob nicht vielleicht doch noch Verteidigung der geilere Skill ist. Verteidigung ist halt nochmal ein passiver Skill. Aber ich will eigentlich das Erste-Hilfe-Zelt haben. Ich will, obwohl das Erste-Hilfe-Zelt hier in dem Teil noch nicht so geil ist. Fuck. Mit der Ballista wäre aber cool. Dann können wir die Ballista auf jeden Fall hochpumpen. Ich weiß auch nicht, wie das bei den Stadtbelagerungen dann noch aussieht. Das ist jetzt natürlich geil, dass wir jetzt schon das Elfenglück nehmen können. Nee, aber komm, wir machen jetzt das Kriegsgerät, dann haben wir unseren Build fertig. Und dann ändert sich daran auch nicht mehr viel. Dann sind wir, was die Skills angeht. Ich wollte ja unbedingt Kriegsgeräte haben. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. So. Und das mit dem Elfenglück, das werden wir schon noch mal irgendwann kriegen, denke ich. Alles klar. Na toll. Oh shit, das ist die falsche Richtung gewesen. Ja, ist schon gut, Günner, wenn man die Karte dreht und dann einfach weiterklickt, ne? Okay. Was wird denn hier gebaut? Was? Ja, das wollte ich ja. Baumriesensprösslinge wäre noch gut, weil wir dadurch nochmal mehr Kreaturenvermehrung bekommen. Und das gilt übrigens auch für den Blütenhain. Oh ja, Osia, komm her, mein Freund. Ich mag den Typen gerne, der ist cool. Kauf doch mal hier so ein Erste-Hilfe-Zelt. Und die, genau. Hast du einen Munitionsfang? Müsste er haben, ne? Ja, den hat er. Gut. Macht Kriegsgerät insgesamt wirkungsvoller. Steigert Angriff, Verteidigung und Schaden der Ballisten. Steigert den Schaden des Katapults und gibt ihm eine 30-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Das Erste-Hilfe-Zelt hat eine höhere Heilkraft. Der Munitionsfang steigert den Angriff aller schießenden Einheiten in der Armee des Helden um plus 1. Ja, und Osea, du gehst jetzt mal hier hin und gibst mir mal ganz, ganz schnell das Erste-Hilfe-Zelt. Also eigentlich immer das ist eigentlich mein präferierter Held, wenn ich Elfen spiele, weil der am Anfang, der ist einfach so unglaublich stark mit diesen 10 Jägern und dazu hat er direkt den Glücksskill, also das mag ich sehr, sehr gerne. Und der Vorteil bei Osea oder Ossia ist auf jeden Fall auch, dass die Jäger, die dann einen höheren Verteidigungswert bekommen, nicht mehr so schnell platt zu kriegen sind. Das ist auf jeden Fall sehr gut.
Ich will eigentlich nicht den Einhorngarten upgraden, also entweder Jägerloge oder Baumriesensprösslinge. Das ist unsere nächste Maßnahme. Gut. Okay, Findern will auf jeden Fall als nächstes hier die Sukubi angreifen, soll gesehen. Und du gibst ihm jetzt mal gerade hier die 10 Jäger und das Erste-Hilfe-Zelt. Das Katapult nehmen wir deswegen noch nicht, denn solange wir den Skill Katapult noch nicht haben, schießt das Katapult ja unkontrolliert. Und wenn das mal auf so eine Einheit Sukubi ballert, die ja Gegenwehr gegen Fernkampfangriffe haben, kann das sein, dass sie zurückschießen und unsere eigenen Einheiten dann eben dann treffen. Also normal treffen sie nur das Katapult, aber Sukubus-Herrinnen würden dann alle eigenen Einheiten treffen, was echt nicht gut ist. So, gespeichert habe ich. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Das ist ja sensationell. Okay. Und der Ossier, der holt mir da jetzt gleich den ganzen Rest. So, Ossier, greift mal. Oder nee, das müssen wir gar nicht angreifen. So, die Goldmine. Jetzt haben wir doch hier eine schöne Stange Geld pro Woche. Und dann kannst du hier auch direkt mal die Kristalle da mitnehmen. So, du gehst mal hier noch ein bisschen Luki-Luki machen. Denn ich will gerne sehen, wie die AI hier so positioniert ist. Und dann machen wir jetzt. Ah, schade, Magiergilde Stufe 4 geht nicht, ne? Die Baumriesen-Alkoven wären natürlich geil, weil alte Baumriesen oder Baumriesen-Älteste oder wie die auch immer heißen, die sind halt richtig, richtig tough. Nee, wir machen die Sprösslinge. Ich will die höhere Vermehrungsrate für die Baumriesen haben. Das mit dem Upgraden, das muss dann warten. Also in der Regel gehe ich immer erstmal auf die Steigerung der Kreaturenvermehrung und gegen Ende dann erst auf die Upgrades. Und wie sieht das hier aus? Nicht so geil. Aber da können wir sehen. Auf dieser anderen Insel der AI, da scheint noch nicht so viel los zu sein. Also die meiste Aktivität konzentrierte sich dann, weil dann wohl doch so um Marbas rum, der hier oben unterwegs war. Weil ihr seht zum Beispiel hier die Minen, da stehen noch die ganzen Billigkreaturen vorne dran. Normalerweise würde die AI zumindest diese Billigkreaturen weghauen. So, ich save nochmal. Und werde jetzt mal die Foltermeister angehen. Ja, wiederholen bitte. Und dann lassen wir mal dich weg. Die können wir ruhig einsetzen. Das ist egal. Genau, nee, die stehen eigentlich gut. Okay, und die Smaragdrachen, die nehmen wir mal gar nicht hier mit rein. Du gehst mal. Ah, greif mal an. Schade, Glück wäre gut gewesen. Als erstes. Kollektive Eile, bitte. Also sag mal. Also, so geht's doch. Ich opfere hier jetzt diese Feen. Die haben wir nicht angreifen. Oh, 16 und 5, 21 Stück. Wow. Heftige Verluste, heftige Verluste. Ich habe leider diesen Aufwächtigungszauber noch nicht. Ja, einen verlieren wir leider, aber den verlierst du ja immer.
Man hätte auch mal Glück haben können mit der Magieresistenz, aber nicht, wenn ich hier gegen die AI spiele. Das ist unwahrscheinlich. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass wir es mal probieren können. Oder dass wir es vielleicht doch besser lassen. Jetzt muss ich wieder hier so hin und her laden, ne? Ja, aber es ist zu. Nee, es ist, wenn ich mir das da unten die Situation angucke, ist es dann doch zu verlustreich, ne? Ich hasse das, nach Trial and Error zu spielen. Das ist einfach so scheiße. Das hat doch nichts mehr mit Strategie zu tun. Dann musst du spielen, laden und dann guckst du und dann, nee, und dann machen wir dann doch anders und bla. Das ist einfach so blöd. Aber gut. Das liegt auch an dem Szenario. Das ist einfach auch nicht so übersichtlich, muss man jetzt auch sagen. Wir haben momentan derartig viel Quecksilber, dass ich stark dafür bin, das mal ein bisschen für genau einzutauschen. Das gilt auch für die Hälfte des Erz. So, jetzt können wir auf jeden Fall noch die Gilde der Rächer bauen. Und davon sollten wir doch jetzt mittlerweile mal profitieren, weil Finn dann schon eine ganze Menge Inferno-Kreaturen ausgeschaltet hat. Hallöchen. So, nein, keine Menschen. Ja, eher sowas in der Richtung Dämonen. Wie, ich kann keine Foltermeister. Ah, nee. Hä? Aber ich müsste doch. Ach so, okay. Ich kann jetzt also nur Kreaturen aus diesem Szenario auswählen. Das ist aber assi. Ja, nimm die Succubus-Herrinnen auf jeden Fall. Ja, Vermehrung. Beim Blütenhain. Ja, definitivo. Und dann bleiben wir da noch eine Runde drin und dann gehen wir erst in Woche 3 runter. Es ist natürlich nochmal so eine Sache, ob man das halt wirklich will. Ob man jetzt also hier der AI noch ein bisschen mehr Zeit geben möchte. Aber ich sehe hier noch nicht so. Ich sehe hier noch nicht so die ultra brutale Action. Das ist eine Zitadelle. Naja, gut, dann wird er wahrscheinlich schon was haben. Aber wir haben immerhin schon mal unseren großen Nachteil vom Anfang, dass wir hier gegen eine Übermacht an Infernos kämpfen mussten, mehr oder weniger ausgeglichen. Also, das ist gar nicht so schlecht. Schön. Okay. So, Junge. Das mit den Skills und so weiter, das haben wir gemacht. Dann machen wir jetzt das Upgrade für die Jäger. Damit die nochmal ein bisschen mehr Spaß haben. Weil 54 Meisterjäger einfach halt so viel geiler sind als alle anderen normalen Jäger. So, jetzt machen wir noch Folgendes. Ossi, du gehst mal hier runter. Und du lässt jetzt mal noch gerade vom Papa Findern. Nee, so rum wollte ich es nicht haben. Lässt du dir mal gerade noch die nicht geupgradeten Kreaturen geben, die wir jetzt nächste Runde upgraden wollen. Das wären auf jeden Fall die Einhörner. Und ich glaube, die nehmen wir als erstes. Denn die Einhörner können ja diesen Blendangriff machen. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool gegen diese Folter Fritzen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. So, dann gehst du hier hin. Zack, zack. Und der Finnland läuft hier hin. Und holt sich nochmal gerade. Ah, nee, warte mal. Doch, du kannst ihn mal hier oben noch diesen. Nee, doch nicht. Oder? Ich meine, das bringt ja nur einen minimalen Moralbonus, oder? Ach, pff. Warum auch nicht? Ach komm. Eifel, was denn nicht? So. Ich bin gespannt, was jetzt für eine Woche kommt. Jetzt kommt Woche der Pestilenz oder irgendwie sowas. Keine Kreaturenvermehrung. Woche der Bettler. In der jeder den Armen spenden sollte. Also fällt mir übrigens eine ganz tolle Szene ein. Ihr kennt wahrscheinlich hier Mel Brooks Verrückte Geschichte der Welt. Und falls ihr den Film nicht kennt, müsst ihr ihn euch unbedingt angucken.
Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und also ich habe den schon geliebt, als ich noch ein Kind war und fand den also immer unglaublich toll. Und da gibt es also eine Szene, sie sind irgendwie im römischen Senat. Und der Film ist so eine Parodie, einfach so eine Historienparodie, könnte man sagen. Die verarschen da alle möglichen geschichtlichen Ereignisse. Also angefangen von der Geschichte Roms, über die Französische Revolution und so weiter und so fort. Und da sehen Sie dann eine Senatssitzung. Und der Senat von Rom kommt zusammen und einer der Popularen steht dann auf und sagt dann so: Liebe Freunde, wenn wir uns es doch genauer betrachten, ist es denn nicht eine, also ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder, ist es denn nicht eine Schande, dass wir immer mehr Paläste um Paläste bauen und die Reichen immer reicher werden? Sollten wir nicht hingehen und das Vermögen, das wir haben, einsetzen, damit es den Armen besser geht? Wie wird der Senat in dieser Frage entscheiden? Und dann hört man so einen riesigen Chor, die Senatoren stehen alle auf und sagen: Scheiß auf die Armen! Da musste ich jetzt gerade bei der Woche der Bettler dran denken. Das sagt aber auch meiner Meinung nach, sehr viel über die Mentalität von reichen Leuten aus. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern das meine ich realistisch. Ja, das meine ich realistisch. Okay, ich wollte so definitiv nicht vorrücken. Aber so, ne? Ich glaube, so hatten wir es vorhin. Wir gucken mal. Also diesmal müssen wir eigentlich besser durchkommen. Und vor allen Dingen, wir haben doch jetzt diesen Skill. Nee, das Elfenglück haben wir noch nicht. Wir haben das Soldatenglück, genau. Und jetzt müssten ja unsere Sonderskills eigentlich öfter eintreten. Deswegen würde ich sagen, die Einhörner blenden mal direkt die Foltermeister. Das wäre auch, glaube ich, das zweite Mal überhaupt, dass wir das schaffen. Na also, wer sagt's denn? Okay, ja, hier hin. Oh nein, was? Die sind immer noch früher dran als wir? Fuck. Kollektive Eile hatte ich vorher, ne? Ja, sehr geil. So, der würde jetzt bestimmt irgendwie gleich hier mit einem Feuerball um sich wüten. Ja, und ich meine, das war jetzt nicht so perfekt hier aufgestellt von den Einheiten, aber ist in Ordnung. Das Gute ist hier, ich meine, die Verluste sind jetzt wesentlich geringer gewesen, dadurch, dass wir die Silbereinhörner dabei hatten. Ich schaue es mal an. Also damit kann, mit den Verlusten kann ich definitiv leben. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, und bevor ich jetzt hier anfange, noch weiter über reiche Leute zu hetzen, was ich definitiv nicht machen wollte. Schauen wir mal hier ein bisschen weiter. Nein, aber jetzt mal, ich mach nicht gerne Politik. Und ich bin froh, dass wir in einem Staat leben, wo das Eigentum als etwas Schützenswertes anerkannt wird. Das ist ja eben auch ein ganz großes Verdienst der Französischen Revolution gewesen, dass das Eigentum der Person auch etwas Schützenswertes ist. Und okay, gut, der hat aber. Der ist auch nicht so gierig, ne? Dann locken wir ihn doch mal einfach da hinten so ein bisschen in die Irre. Ja, also vielleicht sollte ich einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass das hier jetzt einfach nur meine persönliche Meinung ist und dass ich da auch niemanden irgendwie, ich will niemandem auf den Schlips treten und ich will auch niemanden angreifen. Und ich denke einfach, es hat sich im Rahmen dieser ganzen Finanzkrise. Und wenn wir uns auch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen angucken, gerade was die Vermögensverteilung anbelangt, dann sehe ich einfach einen gewissen Handlungsbedarf von staatlicher Seite. Und ich halte das auch nicht für gerechtfertigt, in so einem Zusammenhang zu behaupten, die Finanzkrise würde doch sehr deutlich zeigen, dass mehr Staat in der Wirtschaft, in dem globalen Wirtschaftssystem, der Weltwirtschaft und den nationalen Ökonomien irgendwie schadet. Das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Was die Finanzkrise viel deutlicher gezeigt hat, ist eben, dass dieser Turbokapitalismus
wie er ja oft von linker Seite kritisiert wurde, möchte ich übrigens an der Stelle nur darauf hinweisen, ich sehe mich persönlich überhaupt nicht als Linken. Aber es gibt einfach gewisse Fragen der sozialen Gerechtigkeit, wo ich dem linken Lager da näher stehen würde. Das nur so am Rande. Ich schenke mir gerade einen Schluck Kaffee ein. Und da hat man eben gesehen, dass die enthemmte, in Anführungszeichen enthemmte Wirtschaft, dass die doch eigentlich versagt hat, oder? Also wer da versagt hat, das war doch nicht der Staat, das waren die Unternehmen. Also ganz, ganz, ganz einfach, ja. Okay, gut, so einfach ist es halt vielleicht auch nicht, ne? Ihr wisst ja immer, wenn man sich mit einem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen will, dann muss man immer versuchen, nach Alternativen zu suchen und zwei Seiten einer Medaille aufzuzeigen. Das ist durchaus richtig. Aber die Finanzkrise ist definitiv nicht zustande gekommen, weil der Staat sich zu wenig darum bemüht hat, eine Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Das kann mir einfach keiner erzählen. Und es gibt auch, und das ist eben ein ganz großes Problem, es gibt gewisse Dinge, die man einfach nicht privatisieren kann und nicht privatisieren darf. Zum Beispiel ein Gesundheitssystem. Das sieht man ja in den USA. Da rennen die Leute alle ohne Zähne rum, ja, weil sich keiner eine gescheite Krankenversicherung leisten kann. Oder eben in Großbritannien, da rennen die Leute auch alle mit den lustigsten Gebissen rum, weil da Zahnarztrechnungen so teuer sind, dass sie sich keine Sau leisten kann. Das ist auch so eine Sache. Oder Sicherheit zum Beispiel, ja. An dem Tag, wenn wir anfangen, unser Polizeisystem zu privatisieren, haben wir hier Robocop-Verhältnisse. Robocop kennt ihr, wie heißt die Firma da? OCP, Omni Consumer Products. Das ist ja eine private Sicherheitsfirma, die für die Sicherheit in L.A., glaube ich, spielt, Robocop sorgen soll, ne? Und das ist einfach, das sind einfach Sachen, das geht halt nicht, ne? Und ich verstehe nicht, warum gerade eben Fragen der sozialen Gerechtigkeit, warum man die auch nicht mit einer staatlichen Lösung diskutieren kann. So, jetzt aber hier genug geschwätzt, Leute. Wir machen hier Schluss mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und schreibt mir doch ruhig eure Meinung zu der ganzen Kiste hier drunter, ja. Also würde mich auch interessieren, wie ihr das so seht. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.